Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von The Elder Scrolls Online, also Let's Roleplay sogar, wegen Rollenspiel. Und der Barry, der ja, schaut mir zu und läuft direkt auf mich zu, wenn ich ein bisschen nach hinten laufe. Cool. Also wir haben eine tägliche Belohnung, die gestern habe ich auch noch abgeholt. Das war damals 4 Kronen Stärkungsmal. Das sind Sachen, die ich überhaupt nicht brauche, weil ich nicht so viel spiele. Die sollten andere Sachen hier rein tun. Zum Beispiel, ja, Staukiste. Ja. Oder so Allianzpunkte, aber nicht immer so Stärkungsmal. Oh, noch mehr XP, oh, noch mehr Heilung. Nee, das ist für mich nicht so wichtig. Die meisten. Ja, okay. Aber 2 Kronen Schriftrolle des Lernens von mir aus. Ja, und dann wieder Wiederherstellung, dann wieder... Okay, die meisten Sachen brauche ich wirklich nicht. Weil ich sie auch gar nicht einsetzen möchte, weil ich nicht so schnell leveln möchte. Und wir haben ja noch viel zu erleben. Ich will ja nicht so schnell dann Maximum Level sein. Ich schaue immer gerne den Spielen nach, was sie machen. Oder wie sie aussehen. Das ist ein Pet, das es glaube ich auch für ein Add-on gab. Vorbestellerbonus. So hat dieser Berg von diesem Spiel eigentlich glühende türkische Augen gehabt. Keine Ahnung. So, als erstes möchte ich gerne ein paar Sachen sagen. Mir geht es jetzt momentan nicht so gut. Also ich habe Allergie. Ich kann einfach sagen, dass ich nicht so viel aufnehmen kann wie sonst. Einfach, dass ihr nicht denkt, ja, wieso macht der Drache denn einfach nicht weiter oder so. Einfach, dass momentan ist, hier sind wieder diese türkische Augen. Der hat einen Namen. Ah, vielleicht ist es ein Pet und nicht so wie ich ein, ja, von der Klasse her. Okay. Die Notiz von Eisenwand deutete an, dass er sich mit dem Zirkel treffen wird, sobald er irgendein Geschäft in diesem Gasthaus erledigt hat. Tut nichts, was ihn alarmieren könnte, sobald er hier eintrifft. Der Händler soll vollkommen entspannt sein, wenn er zu dem Treffen mit den Hexen aufbricht. Ja, leider ist das ein großer Kritikpunkt an dem Game. Die Lautstärke des Redens ist viel zu leise, auch weil ich es natürlich ein bisschen sensibel angestellt habe. Die müssen den Ausgleich einfach schaffen, jetzt kann ich wirklich... Das hat für euch wahrscheinlich auch nicht so rüberbringen, was sie reden. Aber am besten lesen, wenn ihr es nicht versteht, gell? Was soll ich tun, sobald ihr hier eintrifft? Schlendert einfach ein bisschen herum und versucht, keine Aufmerksamkeit zu erregen. Ehrlich gesagt ist mir der direkte Ansatz eigentlich lieber, aber wir müssen hier vorsichtig vorgehen. Wenn er geht, kann er uns geradewegs zum Zirkel führen. Okay, alles klar. Ich halte mich zurück und komme niemanden in die Quere. Ja, wenn ich klicken könnte. Was ist denn mit dem Spiel los? Dankeschön. Irgendwie ist das Spiel ein bisschen verbuggt, wie bei Skyrim. Das ist einfach die Menüführung von Bethesda und ja, im Entwicklerstudio. Ja, es ist verbuggt. Kann nicht mehr mit ihr reden. Wir müssen kurz raus oder so. Ja, ich kann auch nicht mehr raus. Ja. Bitte red. Pet, geh doch weg. Pet, hallo. Spiel ist einfach immer noch so verpackt wie bei Skyrim, halt auch in Vanilla. Was? Ist das Internet weg? Ja, das Internet ist bei mir einfach rausgeflogen. Okay, ich verbinde mich wieder. Liebes Spiel. Okay, es war einfach wegen dem Server, nicht wegen dem Spiel. Man dachte schon, das wäre wieder so ein gleicher Bug wie bei Skyrim anfangs, dass man nicht mit NPCs reden konnte, weil das Spiel gedacht hatte, ja, komm, auf dem PC muss ich auch keine gute Steuerung haben, nur mit den Gamepads und ja, solche Sachen. Es hat Bethesda. Man kennt es. Bethesda macht manchmal einfach so recht viele Probleme bei Start von Games. Zum Beispiel Oblivion mit dieser schlechten deutschen Übersetzung oder so. Ist halt einfach Bethesda.
Trotzdem liebe ich irgendwie den Entwickler. So, es ist weg. Sie ist weg. Gut, dann ist sie halt weg. Aber wir können wenigstens wieder raus. Es geht nur lange, aber wir können wieder raus. So, wie einfach mein Internet manchmal rausfliegt, weil die Entwickler, also die Server, nein. Die Internetanbieter, meine ich, irgendwie zu wenig arbeiten. Zu viel Belastung haben. So, wir müssen hier irgendwo die Leute suchen. Aber wo ist Golga? Man sieht nie, wo er ist. Also, es muss doch irgendwie eine Einblendung sein, wo die NPCs sind. Aber wenn er nur steht, ja, gut, folgt diesem und diesem her, dann weiß ich gar nicht, was wir machen müssen. Das ist das Hauptproblem eigentlich. Ja, das mich ein bisschen stört in diesem Spiel. Das ist eigentlich so ziemlich das Störendste. Da ist er, okay. Das ist er. Aber wie wusste ich, dass er, wie er aussieht? Sie hat es ja nicht beschrieben, oder sie hätte es vielleicht beschrieben. Aber nicht, ja. Jetzt haben wir ihn wenigstens schnell gefunden. Das ist gut. Nur eben, solche Schleichquests in MMOG einzubauen, ist nicht immer so mein Ding. Kann man leider nichts machen. Ich glaube, die macht die Quest auch scheinbar. Okay. Sehen wir die Spieler, die die gleichen Quests wie ich mache. Und dann kann ich immer so ein bisschen an den Spielern schauen. Ja, was denn? Geh doch endlich mal rein. Ich bin doch nicht in deiner Nähe. Ja, das ist manchmal auch ein Kritikpunkt. Ich erzähle wieder Kritikpunkte, genau. Aber in Bethesda muss man immer wieder warten auf NPCs. Also in Skyrim, in Oblivion, in Morrowind war das auch immer so. Man muss elend lange warten, bis NPCs endlich mal was machen. Es ist wirklich toll, dass die NPCs vieles machen, also wirklich einen Tagesablauf haben. Aber nicht immer so langsam, bitte, liebe Entwickler. Ein normaler Mensch macht auch alles viel schneller, weil es ihm sonst zu langweilig ist. Ja, wir sind in der Diebesgilde. Aber die ist wahrscheinlich eher feindlich. Also, es gibt eine Diebesgilde DLC. Aber das ist jetzt eher so was Feindliches. Das ist, sterben die Spiele. Das ist schwer. So, mach mal richtige Tasten. Okay, grün ist gleich. Eisenkühe aus dem zu schwer. Ah, okay. Wir chillen ein bisschen. Also, Eisenkühe aus. Haben wir einen, der uns hilft, aber ja, ich will jetzt mal keine Fähigkeiten einsetzen, einfach. Weil wir sowieso geholfen werden. Was ist eigentlich positiv an diesem MMORPG? Fragen jetzt wahrscheinlich Leute in diesem Part, weil ich ein bisschen genörgelt habe. Es ist einfach diese Qualität an MMORPG mit richtig viel Rollenspiel. Wirklich mit mega vielem Rollenspiel. Es ist einfach genial. Ich liebe das Game eigentlich immer noch extremst. Obwohl ich viel nörgle. Aber je besser ein Spiel ist, desto mehr nörgle ich auch. Ne, es ist halt einfach. Das größte Problem ist eigentlich, dass wir Menschen einfach durch gute Spiele zu sehr verwöhnt werden. Ich merke es immer wieder, ich sollte einen Schritt zurück machen, Ich muss einfach mehr auch ignorieren, manche negativen Sachen. Und das kann ich jetzt im Moment, weil ich doch schon sehr viel spiele, gerade nicht so. Kraft. Also es ist eher ein, ja, dass ich jetzt einfach auf diesem Punkt bin und eigentlich nicht möchte. Und ja, es ist für mich einfach besser momentan mehr Sport zu machen und weniger aufzunehmen, aber immer noch jeden Tag eine Folge von einem Projekt bieten kann. Nur es müssen halt weniger Projekte sein. Ich kann nicht mehrere Projekte wirklich immer machen. Und deshalb brauche ich auch euch. Sagt mir, was ihr sehen wollt. Wenn ihr Elder Scrolls sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Dann mache ich mehr Folgen.
Also ein Kommentar, bitte mach mehr Folgen. Reicht eigentlich auch schon aus und ich mache wirklich mehr Folgen. Nur ich kann nicht so viele Videos pro Tag immer machen. Vor allem Livestreams gehen halt bei mir gerade momentan nicht so gut. Würde ich gerne machen. Schlagt es mir vor. Aber gut. Heute werde ich gleich beginnen mit dem Livestream. Endlich mal so richtig motiviert, oder? Weil ich habe ja mal GTA kurz gelivestreamt und habe ja ein bisschen gedacht. Ja, jetzt lieber nicht noch ein Livestream heute und dann morgen war es wieder kein. Also es ist. Hey! Wieso spawnt hier ein? Nee, der war schon da, aber hat einfach den Bären angegriffen. Nein, ich sitze angelegen. Truhe. So. Aber es macht sehr viel Spaß, jetzt zum Beispiel in diesem Dungeon zu sein. Nicht legen. So. Oh. Okay. Hätte ich jetzt nicht in einer Truhe erwartet. Also in einer kleinen Truhe. Ja, sie ist schon groß. So. Also die Diebesgilde wurde vampirisiert. Und jetzt müssen wir da schon ein bisschen Ding, aber wir wissen jetzt immer noch nicht. Aber wir müssen gar nicht in den Dungeon rein. Steht da. Oh Gott. Das ist genauso wie bei Champions of Regnum. Man weiß nie, was man machen will. Man wird geführt in einen Dungeon und muss gar nichts im Dungeon machen. Aber gut. Aber wir gehen jetzt hier ein bisschen noch leveln. Ja, macht zumindest sehr viel Spaß für mich. Und ich denke immer so, mir macht immer alles mehr Spaß, aber ich bin dann einfach auch ein bisschen am Meer. Am Nörgeln. Wenn mal etwas nicht so viel Spaß macht, das einfach verbuggt ist oder sonst irgendwas. Aber die Entwickler bringen einfach immer alle Features ins Spiel völlig verbuggt. Also es ist leider nicht mehr so die Qualität da. Es kommt immer alles zu früh raus. Und das ist natürlich schon. Ja, ich will keine Innereien mitnehmen. Ich möchte ja gerne einen leichten Gürtel haben, aber gut. Jetzt bekomme ich jetzt hier Tutorials und wie soll ich den Bär schon angreifen? Ja, Fragen für Befragen, aber gut, das ist nicht schlimm. Aber ich möchte jetzt eigentlich wieder raus, nur müssen wir halt wieder auf den Dorf überall. Die Gegner sind schon ein bisschen zu zäh noch. Wieder Innereien. Zwei Innereien. Funktioniert immer. Wer einer Ratte folgt, landet in der Kanalisation. Ja, die Ratten müssen natürlich wieder zurück in die Kanalisation gehen. Jutehut. Den können wir eigentlich tragen. Ich muss unbedingt einfach alles auf leicht setzen. Sie haben den geklaut. Wo haben wir denn den geklaut? Ich dachte, das wäre aus der Truhe, aus dem Login-Bonus, aber nee, nicht. Ja, wir haben hier noch Mittel. Wir haben ja eigentlich nur noch den Gürtel. Aber der ist halt einfach viel besser, weil Regeneration drauf ist. Also hier kommen wir nicht mehr weiter. Wo kommen wir denn weiter? Und es sind die Gegner wieder da. Fragen über Fragen. Einfach mal den Drago fragen. Der Drago muss Fragen bekommen. Der andere wird näher. Genau. Oh, endlich mal wieder ein paar Sachen, die ich gebrauchen kann. Noch einer. Ja, es hat Mittel. Ja, ich verwerte ja noch nicht das, aber ich muss noch nicht mehr. Wieso sind alle Gegner wieder da? Ach Mano. Die greifen mich ja an, wenn ich einfach vorbeilaufe, oder? Schade. Und die Gegner werden mir müde, ja.
sind die Hexen, ja, wenn man eine braucht. Okay, Sackgasse. Wir gehen jetzt einfach mal vorbei. Nein, bitte nicht. Sollen wir vorbeischleichen ab jetzt? Ich glaube, wir sollten uns mehr vorbeischleichen. Ja, jetzt kommen halt alle. Ja. Das hat alles gut. Ich war nicht stun. Ich war ein bisschen Frieden. Ja, wir müssen uns heilen. Mann! Ich finde die Taste nicht. Hallo, was machst du? Wieder stun, hey. Ständig stun, stun. Stun, stun. Ständig stun, stun, stun. Wir sterben sonst. Ich muss unbedingt angreifen. Ja, gut, das würden wir ein bisschen besser gehabt. Wo ist er? Da. Ja, die Gegner sind echt noch ein bisschen zu hochlevelig. Ein bisschen zu viel Schaden. Okay, aber wir haben es geschafft. Nee, nur die wir müssen nochmals auf den Boden klicken. Solche Sachen sollten sofort ausgelöst werden. Nicht, bitte nicht immer, ja, dann noch so ein mega Kreis Ding und so. Muss man immer doppelt kippen, dann setzt man die Fähigkeiten nicht ein und so Sachen. Es ist ein bisschen komisch gemacht, das Spiel. Also nicht so benutzerfreundlich. Also viele Gegner haben am Anfang zu viele Fähigkeiten für so Low Level, oder? Dann einfach auch die Bedienung ist schwer zu kapieren. Und ja. Okay, völlige Waffe. Zu viele Zeremonien für mein. Aber ich habe verteidigend. Deshalb also nehmen wir den einfach mit. Das ist zum Beispiel auch irgendwie doof, dass man hier nicht. Ah, Inventar ist voll ganz oben rechts, wo man es nicht sieht. Stören. Ja, ich möchte gerne irgendwie ein Haus haben, wo ich mal alle Sachen reinlegen kann, ein Lager. Weil immer so die ganze Zeit irgendwelche Sachen zu zerstören ist natürlich auch nicht gut. Aber okay, nein, es. Kommen ja jetzt gerade ein bisschen viele negative Sachen raus. Auch dieser Dungeon ist für mich wirklich eigentlich ziemlich toll. Nur eben jetzt gerade momentan ein bisschen zu schwer noch, zu zäh. Also die Gegner sind zu zäh und machen zu viel Schaden. Wir haben zu viele Gegner auf einmal, oder? Man kommt eigentlich kaum vorwärts, weil so viele Gegner hier sind. Das ist der Hauptkritikpunkt. Ja, nehmen wir die, hä? Rüsten wir die gleich aus. Bisschen mehr Erfahrung ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich möchte ja eigentlich gar nicht so schnell leveln. Diesen Spieler. Ja, genau, wir sind einfach weitergegangen und sie kommt mega langsam nach. Genau. Warum muss es in der Kanalisation eigentlich immer so stinken? Wenn wir Eisenwanst finden, schlage ich ihm den Kopf dafür ein, dass er uns hier runtergezerrt hat. Man wird meine Rüstung ja nie mit einem Bett aus Rosen verwechseln. Aber dieser Duft hier harrt so hartnäckig an einem aus, wie Tane Yeggi in der Metalle. Okay. Ihr seid Eisenwanst gefolgt, ich bin euch gefolgt. Kommt, finden wir diesen schleimigen Händler und sehen wir nach, was er dort unten treibt. Wieso wissen die NPCs immer alles? Bevölkert. Der örtliche Jarl versiegelt immer wieder die Eingänge. Doch die bleiben nie lange zu. Dieser Ort würde den perfekten Unterschlupf für den Zirkel abgeben. Achtet dort unten darauf, wo ihr hintretet. Und versucht nicht in irgendwelche Fallen hineinzustolpern. Okay. Ich erwarte immer sehr viel Tolles von Elder Scrolls. Aber der Elder Scrolls selber bietet nicht so viel Tolles. Das heißt, ich muss mich irgendwie ein bisschen runterschrauben, ein bisschen weniger verwöhnt sein. Hinterlistiger Bastard! Wieso kann ich nicht laufen? Also.
Das Tor hat sich geschlossen. Wartet nicht auf mich. Findet Eisenwanst. Ja, jetzt müssen wir das alleine machen, weil sie nicht von Entwicklern mit KI entwickelt wird. Ja, und wo könnte das sein? Ich hoffe nicht wieder dort ganz unten. Ich gehe jetzt mal hier entlang. Ah, hier sind wir auch durchgegangen. Gut. Können wir gleich Abkürzung nehmen. Das war wahrscheinlich gar keine Abkürzung. Immer auf die Magie zuerst gehen. Mega viel. Dort zum Teilen und so. Ah, okay. Ach, der Bär möchte ich gerne wiederholen. Ja, ja, mach du noch so viel Schaden, dass ich sterbe. Eieiei. Bär. Dann die 4. Nochmals 4. So, jetzt. Hm. Jetzt weiß ich gar nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Das ist sehr verwirrend. Haben wir denn eine Map? Okay, auf die andere Richtung. Ja. Also ich muss noch rein ins Spiel kommen. Ich darf mich nicht zu viel nerven. Und ich sollte eigentlich auch ein bisschen mehr die schönen Sachen anschauen. Also ihr werdet wahrscheinlich nicht so zufrieden sein mit mir. Ich bin aber gerne halt auch ein bisschen anspruchsvoller. Und deshalb müsst ihr halt das. Also, ja. Sagt mal bitte, was ihr so toll findet am Elder Scrolls, damit ich auch so ein bisschen den Einblick habe. Außer natürlich auch ein bisschen des Rollenspielzeugs, was ich einfach auch kenne schon natürlich. Also, es ist jetzt nicht die Qualität von Skyrim zum Beispiel, aber das ist Bethesda und die machen immer gutes Rollenspieldesign. Und deshalb bin ich eigentlich schon zuversichtlich, dass es jetzt bald viel besser wird, das Spiel. Aber wie kommt man jetzt hier durch? Ja. Gehen wir in den Unterschlupf. Aber ich komme dort nicht durch. Was müssen wir denn machen, damit wir durchkommen? Einen Schalter finden? Ja. Machen wir vorwärts. Ladezeiten sind halt auch extrem hoch in diesem Spiel. So, schauen wir auf der Map. Das ist wirklich der Unterschlupf. Dann können wir ja mal zum Hehler gehen. Der ist da rechts oben. Nein, ich verstehe. Ich will aber schneller laufen. Wenn ihr eure Meinung ändert. Quinn? Die kenne ich doch vor einem Spiel. Seid ihr wegen des Auftrags hier? Um jeglicher Verwirrung. Da ist der Hehler. Sehe ich aus? So, ich möchte gerne verkaufen. Nein. Die Sachen, schieben. Jetzt habe ich es nicht vergessen. Dass man eigentlich die Sachen verkauft. Und dann möchte ich eigentlich auch Sachen... Ah, mein Lieblingskunde. ...verkaufen, aber ja, wir haben keine mehr geklaute Sachen. Deshalb müssen wir zum nächsten Händler gehen. Und ist das das Lager? Eure Geldbörse, ja. Scheint... Sehr gut, endlich. Also, das hätten wir früher machen sollen. Hier haben wir alles die Sachen, die wir... Ist eigentlich ziemlich gut, aber ich möchte eher Leben haben. Ja. Wir nehmen eigentlich nichts raus, weil das sind alles diese Livestream-Sachen von anderthalb Jahren. Ja, ist eigentlich viel stärker. Das möchte ich eigentlich dann nehmen, aber ab Level 13, da sind wir noch nicht so weit. Stilbuch, was ist das? Ja.
einfach mal einlagern, diesen Schrott. Immer diese Tränke, ich weiß nicht, ob ich die wirklich verkaufen soll. Ja, das einfach im Inventar lassen. Dann Banner zum Beispiel. Runen mache ich mal rein. Ja, da haben wir wieder zu wenig Sachen. Eisnetz mache ich rein. Das hier, das hier. Das können wir dann mal einsetzen. Ja, einfach diese Sachen, die ich immer wieder bekomme durch Login-Bonus und so. Und dann auch ein paar Sachen rausnehmen. Wie zum Beispiel, ja, diese Waffen. Ich denke, so Sachen brauche ich auch nicht, oder die können wir eigentlich auch ausrüsten. Und ja. So Sachen einfach verkaufen. Die sowieso. Ja. Dann wieder ein bisschen mehr einlagern. Trotzdem immer noch voll. Also Sachen, weiße Sachen nehme ich jetzt mal nicht in die Truhe. Brauche ich nicht. Ja, nehmen wir halt die Kitschmiedereien noch rein. Brauche ich nicht. Die Eisenerz können wir sammeln. So, dafür aber noch mehr von diesem Schrott reinlegen. Okay, ich muss mal diesen Stil noch einsetzen. Jute und Obsidian verkaufen. Ich weiß es nicht, also was ich mit dem meisten Zeugs machen soll, weiß ich echt nicht. Wo haben wir noch das gehabt? Hier. Okay. Wir haben noch Platz. Eure Geldbörse scheint. In der Truhe. Ja. Mein Inventar. Bankplatz. Okay, jetzt haben wir wieder Platz. So Sachen. Einfach die Verbrauchssachen reinlegen. Die kann ich gar nicht reintun. Machen wir mal. Nierenwurz und das andere muss ich gleich wieder rausnehmen. So. Ich weiß nicht, solche Sachen einfach verkaufen, oder? So Spielereien. Das ist jetzt echt nichts, was ich da unbedingt brauche. Jetzt machen wir das Eisenerz wieder rein. Ja, gut. Alles andere verkaufen. Jetzt zu einem Händler. Ja, Händler. Mal einen Schrott verkaufen, damit wir dem Dungeon ein paar Items einsammeln können. Okay, Beuteberg. Ich glaube, wir überziehen wieder. Ja, ganz knapp, 29 Minuten. Dann machen wir das im nächsten Part. Dankeschön fürs Zusehen. Und, ja. Dann bis zum nächsten Part. Und einen wunderschönen Tag. Das wollte ich noch aktivieren. So. Ja. Können wir das einsetzen? Ah.
Das ist einfach ein Motion und nicht begrenzt, hoffentlich. Einhand. Freigeschaltet jetzt hier. Ich sehe nichts. Das hier. Ja. Okay, gut. Tschüss.